Karl, sag mir mal kurz, warum du den Zettel und den Stift da jetzt hingelegt hast. Nee, so ab nur von dem Tisch dann hier hochgeräumt. Ach so. Hat jetzt keinen driftigen Grund gehabt oder so. Aber wir können auch. Hat dich einfach getriggert, dass der Tisch jetzt nur das da liegen. Genau. Gut. Ein bisschen verschnupft heute. Ich auch, auf dem Nasti, der am Heuschnupfen oder ganz ja, rein. Ich glaube. Pollen, irgendwas, ja. Hier, erstmal muss das Gras draußen wachsen, bevor wir es zu Heu machen. Hast du mal gesehen, wie hoch das schon wieder von steht? Von wegen Heuschnupfen. Hast du mal gesehen? Muss es mal heute da sein? Ich muss die Woche schon wieder mähen, wahrscheinlich. Die Woche willst du schon wieder mähen. Guck mal raus. Ja, willst du wieder hier Schlepper fahren, ne? Schlepper fahren, so siehst du aus. So, ladies and gentlemen, einen wunderschönen guten Tag in den verregneten polnischen. Polnischen. Das ist ein bisschen blöd ausgedrückt. Ne? Eigentlich meine ich Pollen damit. Ne? Nicht polnische. Pollen. Pollen. Ja, ich rede mich jetzt hier gerade in irgendeinen Burber rein. Ja, ladies and gentlemen, wir werden heute anfangen, unsere Rückleuchte zu bauen für unseren Ford Capri Zack Speed. Ihr habt ja wahrscheinlich schon bei Instagram gesehen, dass wir da schon diverse Monate damit verbringen, da irgendwie eine Lösung zu finden, wie wir das bauen, wie wir das machen und so weiter und so fort. Machen sie jetzt auf jeden Fall komplett anders, wie wir es eigentlich ursprünglich geplant haben. Wie immer. Ne? Wie immer. Ursprünglich hatten wir nämlich eigentlich geplant, ein Infinity Light zu bauen. Für diejenigen, die nicht wissen, was ein Infinity Light ist, da kann der Fabian vielleicht mal ein, zwei Bilder hier einblenden. Da hat man so eine spezielle Tiefenwirkung, wo man dann denkt, Alter, die Rückleuchte von dem Kollegen, die ist ja 5 Meter tief. Ist aber eigentlich gar nicht, weil das Ganze mit Spiegeln gebaut wird. Das heißt, wir hätten uns ein Rückleuchtenelement bauen müssen mit einem Spiegel, hätten dann in den Rahmen des Spiegels hier rundherum ein LED-Band eingesetzt, was dann Richtung Spiegel scheint und von vorne noch ein durchsichtiges Plexiglas mit Spiegelfolie angebracht. Das heißt, durch dieses Plexiglas mit Spiegelfolie hätten wir dann durchgucken können und innen drinne spiegelt der Spiegel quasi immer wieder den Spiegel und somit auch das LED-Band in der Seite und dadurch bekommen wir optisch diese Tiefenwirkung. Ja, wir haben uns da letztendlich dagegen entschieden, weil nämlich die Spiegelfläche hinten im Heck viel zu groß geworden wäre. Und tagsüber hätten wir dann einfach hinten so einen riesigen Spiegel im Heck gehabt und das sähe optisch nicht so nice aus. Ne? Zudem wirkt der leicht gräulich. Genau, leicht und der gräulich. Effekt wäre nicht von allen Seiten so ersichtlich gewesen. Damit mit der Spiegel natürlich nicht die komplette Fläche hinten vom Heck einnimmt, hätten wir dann sozusagen hier so eine Art Schwärzungsrand dann noch in die Mitte eingesetzt. Und wenn wir dann optisch von der Seite geguckt hätten, hätten wir dann durch den Schwärzungsrand den Infinity-Effekt gar nicht mehr gesehen. Und deswegen haben wir uns jetzt dazu entschieden, eine andere Rückleuchte zu bauen. Ist er da drauf eigentlich gekommen? Ja? Ist er da drauf eigentlich gekommen auf die andere? Auf das Infinity Light oder? Ja. Auf die jetzt hier? Auf die hier? Einfach so. Naja, einfach ein LED-Band jetzt an die Heckwand zu kleben, wäre ein bisschen dumm gewesen. Wäre nicht so in unserem Stil gewesen. Ja, so, ne? Ja. Also so Eigenkonstruktion, nicht irgendwo schon mal gesehen, irgendeine Art. Das haben wir, naja, es gibt ja verschiedene Rückleuchtenformen. Ja. Ne? Auf jeden Fall soll es irgendwas Breites sein mit LED-Bändern und so weiter und so fort. Ein gerades Band wäre jetzt zu easy gewesen. Dann haben wir natürlich verschiedene Automobilhersteller, die schon so breite Lichtbänder haben und so. Ja. Kann man sich ein bisschen dran orientieren. Aber wie wir das Rückleuchtenelement jetzt an sich bauen, mit welchen Materialien und in welcher Form, das ist, muss man mal ganz klar sagen, aus diesem kleinen Gehirn rausgewachsen, Fabian, oder? Aus dem. Er hat es nämlich gezeichnet und ich habe mir Gedanken gemacht, wie ich dem seinen Mist wieder ausbauen kann. Okay. Ich habe dir ja schon gesagt, wie du es ausbauen kannst, weil es eigentlich gar nicht so kompliziert ist, wie man sieht. Da wäre hier nie einer drauf gekommen, Rollladen, Us bestellen, ein Lochblech und hast das du nicht gesehen, Ananas. Außerdem habe ich das habe ich schon vor 3-4 Monaten gesagt. Außerdem habe ich dich gesagt, wie willst du denn deine zu dem Lochblechkonstrukt habe ich dich auch hingedrängt in deinem Hinterkopfrinde. Ne? Ja, aber also das war eine Diskussion, da wie willst du deine Rundjung rein. Kriegen. Und das mit dem Gießen, das war, glaube ich, deine Idee, oder? Oder war das auch meine Idee? Alles meine Ideen, das musst du merken. Ach, doch. Naja, auf jeden Fall folgende Schlachtplan. Wir haben, wir blenden jetzt erstmal ein Bild ein. Das hat der Fabian als Design quasi konstruiert und diese Rückleuchtenform wollen wir jetzt bauen. Damit das jetzt nicht einfach nur ein LED-Band ist, was in der Heckwand klebt, haben wir uns jetzt erstmal U-Profile besorgt aus Stahl. Diese wiederum werden wir jetzt in die Form schweißen, wie ihr eben auf dem Design gesehen habt. Das heißt, das hier wird quasi die lange Oberseite werden, das hier die Seitenkante und dann wird dann hier das Profil nochmal ein Stück hier unten reinragen. So, da das eckig wahrscheinlich optisch ziemlich scheiße aussehen würde, also wir würden das hier abkappen, hier einsetzen, ne, damit das halt hier so ein Viereck ergibt, werden wir das Ganze jetzt mittels eines Viertelrohres, sagt man das so, ist das der richtige Zeichen? Das ist richtig, ja. Denke schon. Das werden wir dann hier so einsetzen. Und werden uns hier auch noch eine Rundung einsetzen, dass wir quasi die Ecken etwas abgerundet haben. Werden das Ganze dann verschweißen, werden das Ganze mit diesem Lochblech von hinten verschweißen, dann hier diese Optik schräg eintrennen, wie man auf dem Bild gesehen hat, und so weiter und so weiter.
Ne? Ich kann da jetzt auch schon noch mehr in die Zukunft gehen, Fabian. Aber wir machen uns ja eh. Aber wir werden es ja gleich sehen. So, und da ich jetzt wahrscheinlich schon wieder zu viel erzählt habe, ohne dass wir was gemacht haben, würde ich sagen, fangen wir jetzt einfach erstmal mit dem Bau an und erklären alles Weitere dann im Bau. Oh, ne? Ja. Oh. Kapiert man es auch viel einfacher. Zum Abschluss noch ein kleines Lied von Fabian, sein Handy. Lecker. Ich muss meine Oma holen. Ja, dann holst du deine Oma und wir zwei machen Frühstück. Und dann geht's hier direkt los vorne. Jawohl. Was war das? Weiß ich mal, nachgucken, Fabi. Was naja. Nicht schön ist. Heute bin ich mal Kameramann. Ich bin schon vorbereitet, 3 Stunden vom Spiel gestanden und dann. Was dir schön ist? Bitte schneiden. Für diesen Mittwoch. Für diesen Mittwoch. Alles klar. Gut, dann genau gehe ich weiter. Deins, ne? Ja? Ist genau deins, ne? Kameramann. Ja, was macht mir auch Spaß, ja. Wenn ich noch verdienen könnte, noch nebenbei, aber das ist eher dein Bart so. Das ist schon hin. Immerhin die 2 hässlichen hier. Also der ist ja ganz süß, aber den Kerl hier anguckst. Eieiei. So, ich gehe mal runter und film mal weiter hier. Rücklichtbau. Das ist der Johannes hier. Der modelliert gerade eine Heckklappe. Was mache ich? Modellierst eine Heckklappe. Eine Dichtnaht-Imitation aus Spachtelmaß. Ist nämlich schön gewesen hier bei diesem Carbon-Teil, gell? Genau, das ist alles hier verfrutzelt gewesen, wie hier die Ecke liegen. Und die soll von innen nicht lackiert werden, damit ich wenigstens irgendwo eine schöne Kante habe, wo ich da schön abklebe. Dass meine Arbeit, ne? Jawohl. Von der anderen Arbeit, mit der ich nichts zu tun habe, abgegrenzt ist. Bis hierhin ist dann perfekt. Der Rest geht mich nichts an, Freunde. So wird's werden. Das stimmt. So wird's werden. Ist Carbon. Carbon. BMW M2 Haube, wirklich ultra leicht. 3,29 Kilo. Mega geil. Aber Qualität. Qualität innen drin nicht so nice. Vorne ist okay. Hier hast du ab und zu mal ein paar Poren drin und so. Oberflächen sind so semi, aber macht schon sein Zeug. Ich rauche schon wieder ein Video, ne? Ja, ach, es wird langsam. Aber ist ja die zweite erst heute. Langsam überhaupt. Daher. Die zweite heute erst, das ist schon 16.20 Uhr. Was sagt denn das der Chef langsam. Eigentlich? Sollen wir das jetzt hier rein übernehmen mit Kamera? Ja. Der Chef hat mir immer gesagt, das muss man so machen, wenn man das mit der Vlog macht. Da muss man sich so selbst filmen, dass man alle beide von den Kollegen drauf hat. Weißt du, jetzt haben wir uns unsere Pappnasen beide auf dem Display. Jawohl, und los. Jetzt erklären wir mal, was du hier Schönes getrieben hast, währenddessen ich mir da hinten einen abgefiedelt habe, oder? Ja, genau, so machen wir das. Warte, jetzt mal erstmal hier meine Fluppe aus. Falls wir hier junge Handwerker-Enthusiasten haben, ne, Freunde, fangt gar nicht erst an zu rauchen, ich sag's euch. Das stimmt. Kommst du nicht wieder von weg. Also zumindest nicht mit meiner. Eigentlich bin ich ein willensstarker Mensch, ne? Ja, wenn wir das vornehmen, dann ziehe ich das auch zu 100% durch. Ja. Also im Rauchen irgendwie. Du willst, glaube ich, noch nicht so 100%. Das ist mein Kryptonit. Das ist das Problem. So, let's go, erzähl mal. Ja, Freunde, also, der Pascal, der geile Hecht, hat hier schon jede Menge zusammengebraten, wie das sollte. Wir haben hier einmal, wie vorhin schon erwähnt, das U-Profil gehabt, haben jetzt hier wunderschön die Ecken abgerundet. Das hat er mittels eines Rohres gemacht, hat das dann geviertelt, hatte dann hier einen perfekten Radius. Für den inneren kleinen Radius hast du ein kleineres Rohr gehabt, ne? Auch geviertelt. Hat man natürlich alles gerade zufällig lagern, ist auch klar, ne? Auch hier geviertelt für den inneren kleinen Radius. Und haben das jetzt hier schon mal alles verbraten, bis auf hier. Hier ist der kleine Radius schon drin. Ja. Und hier wird jetzt der große Radius eingesetzt, so. Und dann verschweißt. Genau, hier vorne wird dann das Rücklicht verschlossen. Dann kommt jetzt quasi hier diese kleine Metallplatte rein als Abschluss. Somit haben wir jetzt hier ein Rückleuchtenelement, was von hier unten losgeht. Einmal oben entlang, hier um die Kurve und hier wieder endet. In dem Winkel, in dem wir dann unser Unterkonstruktionsblech hier, also es soll halt so ein bisschen aus optischen Gründen und so, dahinter gesetzt werden. Das wiederum wird dann jetzt in diesem Winkel hier ausgeschnitten, damit wir dann ungefähr in diesem Bereich hier ein bisschen Spielraum haben. Also das Rückleuchtenelement wird generell von der Heckwand etwas abstehen, dass das aussieht, als wenn das frei schwebt. Und hier wäre quasi dann der Ausschnitt, den ich euch gezeigt habe, der wäre dann frei. Und dann können wir dann hier irgendwie geil irgendwie noch so ein Holly Hall Logo integrieren. Ja, soweit der Plan. Ja, Pascal, da würde ich sagen, schweißt du jetzt hier die Ecke fertig? Genau. Dann schneiden wir erstmal das Lochblech hier aus in passende Form, schweißen das von hinten an das Element dran. Genau. Und dann sehen wir uns dann gleich hier wieder. Ne? Jawohl, so machen wir es. Die beste Erfindung übrigens, Jungs. Schweißlicht. Wahnsinn. Guckt euch das an hier. Was ist das? Alter. Oh, also. Ein Licht macht. Perfekt. Jetzt erhältlich auf www.hollyhall.de. Didin. Werbung Ende. Ja, ich mach's wieder ab. Ne? Ich
hier. Voller Blech. Das Blech verfutzeln, ne? Genau. Schweißbällen drauf, dies, das, Ananas. Dafür ist der Chef schon zusammengeschissen. Hab ich? Ich hab Umgebung. Pass auf dein Umfeld auf. Umgebung, sag ich immer. Pass auf dein Umfeld auf, dauert mir mittlerweile zu lange. Ich sage einfach immer nur Umgebung. Umgebung. Könnte ja mal wieder sein, dass irgendwo hinten in der letzten Ecke irgendwas anfängt zu brennen oder so. Ja, hat immer Zeit. Was ein schönes Wetter da draußen, Wahnsinn. Heute langsam. Im Frühling. Keine Karre fertig, aber Hauptsache der Frühling ist schon da, ne? Jedes Jahr dasselbe. Den BMW hast du gestern schon mal ausgeführt? Den habe ich schon mal ausgeführt, ja. Wunderschöne Kfz. Problem an dem BMW ist, wunderschön und man hat auch mega Spaß damit zu fahren. Allerdings der Angstschweiß überwiegt halt auch, ne? Das glaube ich dir. So illegal, wie das Ding da mit den Rädern da steht. Da kannst du dich auch vom Polizisten nicht mehr rechtfertigen mit dem Ding. Außer du findest einen Polizisten, der das schön findet. Und sagt, boah, geile Kiste, kann man ein Foto machen mit dir? So Polizisten gibt es nicht. Die müssen sich alle neutral verhalten, Pascal. Ja, die dürfen nicht nach Sympathie handeln. Die müssen mich sofort verknacken, wenn die mich anhalten. Ja, das. Gestern hatte ich hier Glück, bin ich mit dem Bus heimgefahren, sind sie gerade in Müllersdorf reingeschlichen. Aber wie langsam? Ich habe gedacht, das halten sie mich gleich an. Nix war, sind abgebogen. Morgen Staub, oder? Ja, ich freue mich genauso, wie ihr euch immer freut auf Videos. Ja, normalerweise guckt er immer nur die Videos vom lieben Marvin von der LB-Garage. Das ist auch ein sympathischer Kerl. Das stimmt. So. Der hat sich immer noch nicht gemeldet. Schimpfen mit Marvin. Hat euch, habt ihr euch gemeldet bei mir? Doch, wir haben eingeladen, aber er ist noch nicht vorbeigekommen. Ah, der kommt schon noch. Macht immer keinen Stress. Er hat auch Sachen zu tun, Freunde. Wir sind auch nicht alle 10 Minuten irgendwo und chillen die Base. So weit sind wir noch nicht. So Freunde, weiter geht's im Text. Mittlerweile ist unser Heckleuchten-Konstrukt, Instrument, Sturmtruppler-Maske soweit ready. Wo waren wir stehen geblieben? Hier beim Rahmenschweißen, ne? Genau. Dann haben wir ja gesagt, dass wir ein Ziergitter einsetzen wollen, was wir dann in diesem Bereich nochmal ausschneiden. Das haben wir jetzt somit auch schon getan. Und haben noch eine kleine Abgrenzung aus so einem 2 mm Flachstahl, aus so einem kleinen. Hier dran geschweißt. Das Ganze ist jetzt quasi von hinten überall entlang verpunktet. Ja, da hat man auch zwei Varianten von so einem Lochblech. Einmal 5 mm Lochung und einmal 3 mm Lochung. Wir haben uns jetzt aber für die 5 mm Lochung entschieden, weil das Teil dann am Ende des Tages ist so mein Wort geworden in letzter Zeit. Und dies, das, Ananas. Wenn das schwarz ist, wahrscheinlich gar nicht mehr optisch so krass wahrgenommen wird. Also war das zu fein. Und ehrlich gesagt kam es eben auch erst vor 2 Minuten, deswegen. Und wir haben einfach das erste genommen, was da war. Gott sei Dank, weil das war zu fein. So, ja. Eigentlich habe ich mit noch einem gröberen gerechnet. Das ist top. Ja. Mit der Werkzeugkiste bestanden. Ja, so sieht das Ganze jetzt aus, Freunde. Der nächste Step wird sein, dass wir jetzt erstmal Haltebolzen hinten anbringen müssen, um dieses Teil mit der Karosserie zu verbinden. Und wir wollen das jetzt nicht einfach nur an die Heckwand dran schrauben, sondern das soll so ein bisschen dreidimensional von der Heckwand abstehen, als wenn das Ding in der Luft schwebt. Ja? Ich habe es schon gesehen. Warum einfach, wenn es auch richtig geil und kompliziert geht? Sehr geil, ja. Ja, wir haben jetzt hier schon mal einen sogenannten 0815 Norm, DIN-Norm-Klotz hingestellt, was dann die Höhe von unserem Rückleuchte bekommen wird. Dann können wir das Ganze mal hier aufstellen. Und dann haben wir hier so schöne Kunststoffhülsen besorgt. 3 cm lang. Das wird jetzt quasi der Abstand zu unserer Heckwand. Das heißt, wir werden uns dann von hinten Stehbolzen jetzt anschweißen, diese dann drüber stülpen als Abstandshalter und das dann hier dran schieben. Wir müssen noch ein bisschen weiter nach rechts, ne? Und so würde das Ganze dann optisch aussehen. Bam! 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 Sieht ein bisschen aus wie diese weißen Typen hier. Hallo. Der hier, den hier meine ich, von Star Wars, ne? Wer ist denn der hier? Dieses Sturmtruppler, keine Ahnung, in meinem Englisch ist wahrscheinlich wieder komplett daneben gegangen, die Aussprache, aber ihr wisst, was ich meine. Das war auch einfach nur Deutsch, was du gesagt hast, Sturmtruppler. Und nicht Englisch. Das sind halt die deutschen Soldaten. Ja, ist ja richtig. Ja. So sieht das Ganze aus, Freunde. Soll ich euch aber schon verraten, wie es dann weitergeht? Nee. Noch nicht. Machen jetzt die Stehbolzen jetzt dran, schrauben das Ding, also bauen eine Befestigung dafür, dass wir das Ding da dran schrauben können. Und dann haben wir nämlich alle Schweißarbeiten von dem Teil abgeschlossen. Und dann geht es nämlich an die Rückleuchte selbst und das Leuchtelement und den Lack und so weiter und so fort. Aber dazu gleich mehr.
Es vergeht kein Tag, ohne dass sich Pascal irgendwas aus den Händen holt, oder? Ja. Das fühlt sich gut an. Das fühlt sich gut an. Ja. Na, voll. Ich brauche das aber auch. Was machst du da? Ich bringe Licht ins Dunkle. Ach, das war ein Gimmick, oder? So, Freunde, weiter geht's hier im Tag. Wir haben jetzt mittlerweile schon die Befestigungsbolzen, wie man sehen kann, hinten angespeist. Das Ding gefüllt. Das Ding weiß gefüllt, aus dem Grund, dass wir jetzt hier unser Lampenelement innen drin sowieso weiß auslackieren wollen. Deswegen haben wir gleich weißen Füller genommen. Hat den folgenden Hintergrund, weil das halt eine bessere Abstrahlung hat, wenn das weiß ist. Sieht man ja auch manchmal in irgendwelchen Lampenschirmen, wie da oben den zum Beispiel, dass die extra weiß auslackiert sind, damit die das Licht besser streuen. Somit haben wir hier den Weg auch gewählt, kleben jetzt ein COB-LED-Band, einer der hellsten LED-Bänder, die es gibt, hier ein, ne? Damit das richtig schön hell ist. Die gibt es überwiegend meistens nur in 24 Volt. Da wir aber nur ein 12 Volt Bordnetz haben, haben wir uns hier nochmal so einen schönen Wandler besorgt. Der Gerät hier wandelt nämlich jetzt die 12 Volt in 24 Volt um, damit das Ganze funktioniert. Ja, jetzt kleben wir das LED-Band hier komplett rundherum einmal lang. Wir wollten es eigentlich erst an die hintere Kante kleben, dass das hier richtig rausstrahlt. Aber da hättest du dann durch das Lichtelement, was wir dann hier noch einsetzen werden, wahrscheinlich die LEDs leuchten sehen. Deswegen gehen wir jetzt einmal rundherum die Außenkanten entlang und auch die Innenkante, dass das dann von der Seite quasi in das Rücklicht reinstreut. Weil wir natürlich das Glück mit Löffeln gefressen haben, hat das Band, was wir einfach so mal auf Überlänge bestellt haben, auf Millimeter genau hier reingepasst. Also einmal von oben und unten quasi. Vor und zurück. Wir wollten ja eigentlich nur einmal so reinlegen und jetzt haben wir halt die obere und untere Kontur genommen und es hat von der Länge her perfekt gepasst. Ja, das kleben wir jetzt hier einmal rundherum rein und danach geht es zum Gießen. Das heißt, wir werden da hier Kunststoffharz, heißt es so? Epoxidharz. Einmal reingießen. Wie ihr das wahrscheinlich von diesen ganzen wilden Tischbauten schon mal irgendwo gesehen habt, werden wir jetzt dann hier die ganze Rückleuchte mit Harz voll gießen und das dann wiederum mit einer roten Lasur lasieren. Und so Gott will, haben wir dann ein richtig geiles Rücklicht. Also bis denn. Wir sehen uns gleich beim Gießen wieder, Freunde. Bereit, wenn Sie es sind, Meister. Ja. Ja? Na, dann gehen wir mal gucken, ne? So, Freunde, jetzt geht's nämlich hier ans Rückleuchten, Harz gießen. Was haben wir denn nicht gezeigt? Schon das zweite Mal die Woche. Gott bestraft alle kleinen Zünden sofort, Fabian. Wir haben immer zwei Testobjekte hier gemacht gehabt, ne? Ja, wir haben mal zwei Testobjekte gemacht. Das haben wir hier klar gemacht hier. Und so. Und wir wollten es euch eigentlich nur noch mal zeigen. Genau, das haben also wir hier. Das ist der Harzguss Nummer 1 hier. Der ist schon rot. Da haben wir allerdings die Lasur mit in das Harz reingemischt. Das heißt, der ganze Körper ist voller rote Pigmente. Wir haben aber die Vermutung, dass der Effekt krasser ist, wenn wir jetzt dann nur die Oberfläche von dem Rücklicht rot lasieren. Das heißt, wir gießen das Ding jetzt klar, dann werden wir die Oberfläche lasieren und haben dadurch einen besseren Leuchtkrafteffekt. Ne? Mhm. Deswegen haben wir jetzt klares Harz in die Rückleuchte rein. Und das machen wir nebenan, weil der Pascal nämlich so ein kleiner Dreckspatz ist und hier die ganze Zeit wild am Rumflexen ist. Ja, genau. Und deswegen gehen wir jetzt in unseren gecleanten Harzraum. Ne? Abstellkammer. Shop. Hier sind übrigens schon die Scheiben. Vorderen Seitenscheiben, hinteren Seitenscheiben. Scheiben. So, dann machen wir das jetzt hier zwischen den Lackierständern und dem Robot seinen Rückleuchten und hier diversen Porsche-Teilen. Käfig, Spoiler, Heckklappe. Fabians Cayman-Stoßstange. Falls jemand haben will. Werd mal demnächst echt mal alles fotografieren und bei eBay Kleinanzeigen reinstellen. Ne? Haben noch 0-2 sitzen. Der am meisten bietet, gewinnt. So ist das Spiel, Freunde. So, zurück zum Thema. Einmal Epoxidharz haben wir hier. Dann haben wir den Herder hier für Epoxidharz. Der ganze Kram hier wird angemacht. 100 Gramm Harz auf 40 Gramm Herder. Das heißt, Mischungsverhältnis müssen wir jetzt in diesen Becher da hinten reinmachen. Wo gehst du denn hin? Wir haben kaputt gemacht. Hier, wie viel wollen wir denn anmachen? Ja, fragt er mich wieder, ne? Ich soll ihm wieder alles entscheiden. Nee, wir können ja drüber diskutieren. Drüber diskutieren. Naja. Alles. Alles. Oder? Nee, alles nicht. Die Hälfte, oder? Wir machen jetzt einfach mal... Die Hälfte davon. Ja, du musst schon hier fast den ganzen Bottich anmachen. Also ja, den Bottich. Ich meine die Hälfte hiervon. Naja, ich weiß nicht, wie viel. Das ist der ganze Bottich. Hier, ich guck einfach mal, wie viel wir jetzt hier haben bei so ungefähr... Mach doch mal 300 Gramm. Drei Viertel vom Becher. 300 Gramm. Wir machen mal 500, ja, keine Ahnung. Machen wir mal voll das Ding. Wir können ja dann immer noch nachträglich was anmachen und nochmal zugießen. Das wäre jetzt auch kein Act. Rühren. Anstrengend. Bisschen dickflüssiger wie Klarlack. Mhm. Dass mal nicht in die Hose geht, da weiß ich aber auch nicht du. Bruh.
du mal. Glaubst du es denn? Und Pascal, was sagst du? Ja, transparent. So. So eine gute Schalung hast du in deinem ganzen Leben nicht gemacht. Ja. Stimmt. Nur mal fürs Verständnis, wir haben ja jetzt nochmal Klebeband drüber gemacht, ne? Weil wenn das Harz aushärtet, dann sackt das immer noch so ein bisschen ein. Und wenn wir das jetzt nur bis zur Oberkante von unserem Profil gemacht hätten, hätten wir dann wahrscheinlich eine kleine Mulde drin gehabt. Deswegen übergießen wir das, nehmen dann das Klebeband wieder ab und können uns das dann perfekt auf die Metallkante runterschleifen, dass das überall schön eben ist dann. Ja, Fabian, dann würde ich sagen, sehen wir uns hier in ein paar Tagen wieder, ne? So, Freunde, mittlerweile eine Woche später. Der Harz hat etwas länger gedauert, um auszuhärten. Der Fabian hat sich jetzt mittlerweile schon mal hier dran gestellt und hat den Überschuss von dem Harz jetzt einmal komplett auf Null runtergeschliffen. Das heißt, bis auf das Eisenprofil hier, das ist jetzt schön angekratzt worden. Haben das jetzt final mit einer Körnung von 600 angeschliffen und jetzt geht es daran, Lasur drauf zu sprühen, damit das Ganze dann auch schön rot wird. Ich habe hier schon mal was vorbereitet, Freunde. Ja, da werden wir uns jetzt schön nach und nach dran testen, wie viele Schichten wir da jetzt drauf machen müssen oder desto mehr Schichten wir drauf machen, desto intensiver oder dunkler wird dann im Endeffekt das Rot. Aber ich würde sagen, dass wir dann wahrscheinlich zwischendurch mal in der Kabine hier das Licht ausmachen und schon mal die Batterie anklemmen, um zu sehen, wie dann die Leuchtkraft letztendlich tatsächlich ist. Ja, würde ich sagen, hauen wir das Zeug hier mal drauf. Und ist doch rot genug, oder? Du was erzählen, da redet nicht viel da drin. Hast du was erzählen, da redet nicht viel da drin. Puh, was wollen hören, Jungs? Weiß nicht. Erzähl mal einen Schwank aus deiner Jugend. Schwank aus meiner Jugend? Das kann ich erzählen. Ja, muss ja kein schlimmer Schwank sein. Positiv habe ich nicht. Hast nicht. Pascal war mal ein ganz schlimmer Finger. Aber der hat sich menschlich sehr gewandelt, ne? Das stimmt, ja. Na, ganz netter Mensch geworden. Das ist schön. Das stimmt. Absolut geil in unserem Rotlichtmilieu der heiligen Hallen hier. Ich sag's euch, ey, geht hier von einer Abwitzen, ey. Geile Scheiße. Ey, Pascal, willst du mal was absolut Geiles sehen, Ruhr? Ja, warte. Sag ich nichts mehr. Das ist super, wie gefällt's dir auch? Du wolltest doch nichts mehr sagen. Achso. Mega. Also, es war wieder eine absolute Glanzmeisterleistung hier in allen Abteilungen gewesen. Da kann man den 200 Ingenieuren, Technikern und Baumeistern auf die Schulter klopfen, oder? Die das für uns vorbereitet haben, dass wir das mit drei Mann umgesetzt gekriegt haben. Das stimmt. Die haben wir ja gar nicht. Wir sind ja nur zu dritt, ja, oder? Wir sind ja Wahnsinn. Wir sind Allrounder. Ja. Deswegen kann es halt nicht blinken, ne? Deswegen kann es halt nicht blinken, deswegen fällt es halt einfach nur rum. So, Fabian, da ich ja sehr große Erfahrung habe in solcher Tönerei und ich wusste ja auch, dass das COPD-Licht hier ziemlich hell ist, deswegen habe ich es auch gewusst. Jetzt schon mal so relativ dunkel lasiert. Meinst du, wir sollen noch eine geben oder man muss so lassen? Ich würde so lassen, weil wenn das Licht mal aus ist, sieht es dann zu dunkel aus. Ja, Freunde, wir kleben das Ding jetzt nochmal hier ab. Also das Rot wird jetzt abgeklebt, sobald es trocken ist. Und dann machen wir den Rest von der Rückleuchte erstmal schwarz. Kann man auf die Schulter klopfen. So, Freunde. Es ist endlich soweit, es ist vollbracht, die Rückleuchte ist fertig. Ich kann euch mal kurz hier ein paar Gesichter zeigen. Hm? Glückliches Gesicht. Also es ist echt wirklich des Todes geworden, das Ding. Soll ich es jetzt mal zeigen, meinst du? Was sieht es jetzt hier nur im Schatten? Müssen es mal wegfahren, müssen es mal drehen. Alter. Guckt euch dieses geile Konstrukt an, Freunde. Wir haben uns jetzt dafür entschieden, die Rückleuchte an sich doch glänzend zu lackieren. Und der Rest davon ist jetzt schwarz-matt geworden. Und ich würde sagen, voll Laser, wie das Ding abgeht. Wir wollten es ja erst matt lackieren wegen hier Streuung vom Licht. Aber da wir uns jetzt entschieden haben, das LED-Band eh oben und unten zu platzieren, sieht man es eh nicht. Genau. Ne? Und deswegen hat das jetzt nochmal eine geilere Optik, wenn das jetzt in diesem schwarz-matten Grill inklusive dem schwarz-matten Einlass da hinten quasi glänzend nochmal raus sticht.
Los. Ja, und jetzt stecken wir das Ding rein. Und beim Reinstecken machen wir auch noch Folgendes. Der liebe Fabian hat nämlich auch noch was Cooles vorbereitet, was ihr ja wahrscheinlich schon auf unserem Design gesehen habt. Kommt da natürlich auch noch ein Holly Hall Schriftzug hin. Und da hat der Fabian mit dem 3D-Drucker schon mal ein paar Buchstaben hier ausgedruckt. Die sind jetzt alle einzeln, die haben wir jetzt schon mal schwarz glanz lackiert. Müssen wir wahrscheinlich nochmal schleifen und lackieren, aber genau, die sind für die Optik. Die sind jetzt noch ein bisschen rau, die wird man dann nochmal nachbearbeiten. Aber jetzt für die erste Optik werden wir sie schon mal anbringen und dafür hat er, liebe Fabian, hier auch eine wunderschöne Anbringschablone gebaut. Wie bei gebaut. Porsche im Werk, oder? Wie bei Porsche oder Audi im Werk. Auf Masse gehen, ja. War sowieso mein Plan, mit dem Ding hier auf Masse zu gehen, ja. Du nicht? Also Anfragen gerne per Mail raus. Ja. 1,5 Millionen Minimum. So, wenn der Pascal seinen wunderschönen Körper mal auf die Seite bewegen würde, dann wird das quasi hier so hingehalten und dann fixiert und dann können wir unsere Buchstaben perfekt mit dem Abstand zueinander dann hier anbringen. Ja, da würde ich sagen, stecken wir aber als allererstes mal die Rückleuchte rein. Ne? So, Marmus. Also das ist jetzt für mich persönlich, muss ich sagen, bei dem ganzen Umbau der Moment, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Motorstart und erste Fahrt wird auch nochmal so ein Moment werden. Aber das Ding jetzt so in seiner Autokonturpracht schon mal so zu sehen mit diesem Rücklicht, was da gleich rausstrahlen wird. Also wirklich Gänsehaut. 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 Du lügst doch, zeig her jetzt deinen Arm. Das ist Gänsehaut, ich hab hier, ne? Das Glauben, noch ne? Keine Gänsehaut. Noch nicht. So, ich habe hier mal ein Loch gebohrt, war mal so frei, Pascal, hab ich schon gedacht. Und das kannst du mal hier schön hier durchstecken. Das ist der Kabelschacht. Oh, bin ich Kais. Kais. Eine Mischung aus kalt und heiß. Robert Kais. Mutti ran. Schwede. So, Freunde, seid ihr bereit? Hä? Der Moment der Momente. Da ist es, Freunde. Guckt's euch an. Fabian Fleck beim Putzen. Wahnsinn, ey. Halt mal hier jetzt eine die Kamera. Jetzt wird hier das Licht angeschmissen, Freunde. Seid ihr bereit? Sind bereit. Seid ihr wirklich bereit? Sind bereit? Das wird euch komplett aus dem Leben rausscheppern, gell? Aber rausscheppern. Bist du sicher, dass du da stehen bleiben willst, Fabian? Wo soll ich denn sonst hin? Ich würde mich lieber irgendwo festhalten. Ich halte fest. Jetzt fest. Eins, zwei, drei und... Und ein Bummlauf. Jetzt ist es soweit. Eins, zwei und... Bade! Alter! Das kriegst du halt auch nicht eingefangen, ne? Ja, absolut. Das ist der Schon alles Handmade. Ja. Ja, Pascal, da kannst du dir mal schön mir und dir und Fabi und ihr aufs Schulterklopfen, Meister safe. Das ist echt absoluter Wahnsinn. 1:1, wie auf der Skizze, haben wir das hier aus dem Nichts gemeißelt. Mit Stahl, Freunde, und Harz und Kabeln und Blechen. Hier ist nochmal das Design und hier jetzt nochmal die Originaloptik, Freunde. Am liebsten würde ich euch jetzt schon den Spoileransatz präsentieren, den der Fabian, der Pascal schon vorbereitet hat. Damit ihr mal hier seht, was da noch abgeht. Aber das kommt in einem anderen Video. Ja, Freunde, absolut legendär. Ich weiß nicht, ob du jetzt noch einen kleinen Mini-Porn machen willst davon? Muss ich machen, ja. Muss er. Stimmt, muss er. Und in diesem Sinne verabschieden wir uns von diesem Video, Freunde. Wenn das jetzt bis immer noch nicht begriffen hat, dass das Teil hier der absolute Wahnsinn wird, dann weiß ich aber auch nicht. Dem Nachbarn Bescheid zu sagen, reicht mittlerweile nicht mehr. Ihr müsst es jetzt richtig krachen lassen. Teilt das hier bei Social Media, Facebook, Instagram, TikTok, schlag mich tot, keine Ahnung wo. Überall einfach. Überall einfach. Und es hat uns wieder sehr gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben strahlend rote Gesichter und wie immer natürlich nicht vergessen, hier Glöckchen zu aktivieren, zu abonnieren und eurem Nachbarn Bescheid zu sagen, dass hier der Arsch brennt, Freunde. Ciao, bis zum nächsten Mal. Peace.